Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe und heute mit einem Gin-Honig-Getränk. Mal wieder ein kleines, aber feines Getränkerezept, was wir vorstellen wollen und was ihr dafür braucht. Seht ihr hier natürlich Gin, Honig, wie das der Name schon sagt, und Fruchtsaft nach Wahl. Da könnt ihr euch frei entscheiden. Am besten eignet sich natürlich aber ein saurer Fruchtsaft, passt immer ganz gut zu dem Gin. Ja, und den Gin geben wir auch als erstes in den Longdrink-Glas. Dazu kommt dann einfach der Saft und hinterher noch der Honig, der mit runtergerührt wird. Das Ganze kann man natürlich von der Reihenfolge eben auch vertauschen. Das Besondere an dem Rezept ist, dass Honig ja offensichtlich nicht immer zu DDR-Zeiten auch gut zu bekommen war und dass deshalb auch, stand auch mit im Rezept, man mit Honigersatz arbeiten kann. Und wie man den macht, das haben wir auch schon mal gezeigt, haben wir am Ende des Videos auch verlinkt. Wie dem auch sei, das bringt nochmal die Süße mit ins Getränk, ja, und dann am besten eisgekühlt servieren mit ein paar Eiswürfeln drin oder Crushed Ice und auf jeden Fall nur was für Erwachsene. Das war schon wieder von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Rezeptangaben wie immer auf unserem Blog www.erichserbe.de. Eigene Rezepte an rezepte@erichserbe.de. Und ja, hier wie gesagt nochmal der Hinweis zum Honigersatz, wie man ihn zu DDR-Zeiten dann auch mal machen musste. Tschüss, bis zum nächsten Mal.